Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von S. Oliver Baskets TV. Nach dem 65:61 Erfolg der Würzburger Zweitliga-Korbjäger zu Hause vor ausverkauftem Haus gegen die Saarpfalz Braves. Wer unser Studiogast heute ist, das verrät Ihnen Christoph Henneberger. Ja, er ist schon seit 2 Jahren hier. Er ist schon richtiger Freund von den Würzburgern geworden. Wir machen viel außerhalb vom Basketballfeld. Im Spiel unterstützt er uns natürlich mit seiner Größe, mit seiner Physis. Er ist unglaublich kräftig. Das sieht man von außen vielleicht gar nicht, aber das sind Baumstämme, die er da mit sich rumträgt. Und ist einfach ein netter Kerl, ein Arbeiter, der sich auf das konzentriert, was er machen soll. Und alles andere blendet er aus. Ja, herzlich willkommen bei uns im Studio der Würzburger Center, Chris Heinrich. Hallo. Hallo, danke schön für mal. Ja, am Wochenende habt ihr es wieder spannend gemacht, war eng gegen die Saarpfalz Braves. Wie hast du das Spiel gesehen? Mhm. Ja, das war nicht so einfach. Wir haben bis zum letzten Moment gekämpft und ja, aber wir haben gewonnen und alles besser. Alles wird besser, offenkundig auch für den Würzburger Basketball, Chris Heinrich, denn es geht wieder dorthin, wo du schon mal warst, nämlich mit den X-Rays, eventuell wieder zurück, jetzt mit den S. Oliver Baskets in die erste Liga. Mhm. Ja, wir gucken, was gibt es für nächste Saison. Wir müssen ein paar Mal gewinnen. Das heißt 14 Mal. Wir müssen vielleicht, ich weiß nicht, 12, 13, dass das alles gut knapp. Aber wenn S. Oliver Würzburg Baskets in den BBL nächste Saison gekommen würde, dann ja, ich hoffe, alles geht gut. Aber nächstes Jahr in der Bundesliga ist nicht so. Es wird wohl nicht so einfach werden. Du hast so ein bisschen Angst auch. Du hast im Vorfeld dieser Sendung auch gesprochen vom Spiel der Bamberger, die Alba Berlin mit über 50 Punkten Differenz aus der Halle geschossen haben. Davor hast du ein bisschen Angst momentan. Ja, wie kann ich das sagen? Aber ich habe mit der X-Rays gespielt und wir haben auch mit der großen Mannschaft gespielt. Und die Stimmen waren nicht so gut wie jetzt. Und das freut mich, dass Würzburg hat wieder eine Basketballmannschaft hat. Der Staat hat alles zusammen hinten in mit dieser Mannschaft. Und ich hoffe nur, dass wenn wir in der Bundesliga wollen, dass das bleibt. So. Was würdest du sagen, wie viel Prozent machen die Fans aus, die euch so ein bisschen tragen, auch wenn es mal nicht so läuft? Fans sind, die Antwort, für warum haben wir Basketball in Würzburg. Ja. Und da gibt es das. Und die andere sind, dass die Fans sind auch ein anderer Spieler. Das heißt, dass wenn... ein zusätzlicher Spieler, meinst ja, du? Das ist nicht nur, dass die Fans gibt ein bisschen Rutsch zu den Spielen, dass ja alles okay, wir sind mit dir, geht weiter, ja. Aber das ist auch für die andere Mannschaft, dass ein bisschen, nicht so, dass die Fans gibt Angst, aber das ist ein bisschen Respekt einflößend für ja, den Gegner. Ja, und für die Referees auch. Die ganze Stadt war es nicht, aber immerhin 3029 Zuschauer jetzt am Wochenende beim 65:61 gegen die Saarpfalz Braves. Wir haben den Baskets-Geschäftsführer Klaus Heuberger mal nach seinen Eindrücken nach der Zitterpartie gefragt. Die Braves sitzen uns in der Tabelle direkt im Nacken. Die sind starker Gegner, seit Jahren ambitioniert in der zweiten Liga. War ein harter Kampf, aber auch solche harten Kämpfe muss man gewinnen. Die Spieler haben dann doch im letzten Moment gute Nerven an der Freiwurflinie gezeigt. Insofern auch ein verdienter Sieg. Wir hatten ja ganz gut angefangen, dann ist der Faden ein bisschen gerissen. Ist wichtig für uns, gibt Selbstvertrauen für die zweite Hälfte der Saison. Ja, Klaus Heuberger hat es angesprochen, ihr habt spannend gemacht bis zum Ende. Wie hast du es denn auf dem Parkett gesehen, das Spiel? Wie hast du mitgezittert? Hattest du Angst, dass ihr eventuell verliert? Nein, ich habe gedacht, nicht, dass wir verlieren wollen, aber ich habe gedacht, dass war nicht so knapp. Das, in der erste
erste Viertel, die erste fünf Minuten, wir haben sehr gut gespielt. Und dann die andere Mannschaft hat irgendwas mit Defense gemacht und dann das war ein bisschen mehr schwer für uns. Und jetzt wir machen ein bisschen mit unserer Offense, dass ein bisschen mehr kommt raus, ja, mit unserer Offense. Und aber wir haben mit Defense gewonnen. Und ich hoffe, dass wir können mit Defense die ganze Zeit haben, dass manchmal, wenn wir ein paar knapp Spiele haben, wir haben gewonnen, aber ja, wir haben mit Defense gewonnen. Und ich hoffe, dass wir können was mit Offense machen, das ist nicht so knapp, das gibt nicht so viel Tension. Ja. Du bist ja eher der Mann für die Defense. Manchmal. Würdest du es manchmal? Was liebst du mehr? Ich liebe vielleicht Defense. Verteidigen. Ja, aber das heißt auch, da gibt es auch, aber jede Position hat eine Arbeit, ja. Und so, das heißt, ich muss nicht nur Defense für meine Verteidigung spielen, aber ich muss normalerweise, wenn irgendwas hat, weil unter der Kopf ist, dass wenn irgendwas anderes passiert, ich muss die anderen Mitarbeiter helfen. Ja? So, mit dieser Arbeit, ich habe ein bisschen mehr mit Defense zu tun. Und manchmal, wie ich gesagt habe, manchmal, wenn wir irgendwas mit Offense nicht richtig ist, ja, da gibt es Punkte, wenn alles geht sehr gut, dann war es, you know, ein bisschen nicht so gut. Und, aber wir müssen jedes Mal mit der Defense bleiben, dass die Punkte sind, ja, nicht so weit weg, dass wir haben die Control das Spiel. Über die Defense quasi, yes. Genau. Ja, ja. Wie würdest du denn momentan deine Leistung sehen? Bist du zufrieden mit dir? Ja, wenn ich nicht zufrieden mit mir, dann gibt es ein großes Problem. Du hast sehr viel gemacht, körperlich vor allem, oder täuscht es? In den letzten Monaten bist du schon sehr gut in Verfassung, was das körperlich anbetrifft. Sehr hart gearbeitet. Ja, aber das geht auch mit die, das kommt auch mit Zeit, ja. Ich habe ein bisschen anders gemacht, ja, weil so ist Leben, dass du musst irgendwann eine bessere Richtung finden, ja. Und manchmal diese Richtung ist nicht die rechte Richtung, du musst ja irgendwas versuchen. Ja, vielen Dank Chris Heinrich für den Besuch hier bei S. Oliver Baskets TV. Für die Würzburger Korbjäger geht es weiter am kommenden Sonntag, 23.01. Auswärts müssen die Baskets zusammen mit Chris Heinrich in Essen ran. Ehe es dann am 30. Januar zu Hause wieder um 16 Uhr, wieder ein Sonntag, das zum Vormerken, die Kirchheim Knights hier in der S. Oliver Arena sind. Karten hierfür gibt es bei allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Mainpost sowie den Filialen der Würzburger VR Bank und bei Ballers Planet in der Würzburger Karmelitenstraße. Reservierungen und Ticketkauf auch im Internet unter www.soliver-baskets.de. Wir sagen Tschüss und sehen uns dann wieder hier bei S. Oliver Baskets TV, wenn es hoffentlich zwei Siege gibt. Wir sehen uns wieder nach dem Heimspiel gegen Kirchheim. Bis dahin, Tschüss. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.